YouTube-Zeichen. Wir fangen an mit einem neuen Durchgang The Last of Us in der Remastered-Version auf der PS4 und fangen ein neues Spielchen an. Und wie immer bleiben wir bei Normal. Normal ist toll. Normal ist toll. Neue Spieldaten, bitte einmal geil speichern. Und jetzt fallen mir gerade die Ladezeiten auf der PS3 wieder ein. Ich weiß nicht, ob die auf der PS4 geringer ausfallen. Also auf der PS3 waren sie monstermäßig. Die hatte ich damals für das Let's Play-Projekt von der PS3 größtenteils, glaube ich, rausgeschnitten, weil die Ladebalken über eine Minute waren. Die waren brutal. Keine Ahnung, ob die hier auch aus der Hölle sind. Das Spiel habe ich digital gekauft, ist komplett auf der Festplatte installiert. Das heißt, er lädt nicht von Disk oder so. Das nur nochmal als Randanmerkung. Ich weiß gar nicht, das war irgendwann im Sale. Ich glaube, ich habe es für 34, 35 Euro geholt. Und liegt schon ewig da. Wir wollten es ja damals schon Let's Playen, beziehungsweise streamen. Da war das Bild und der Ton aber aufgrund schlechter Hardware bei mir asynchron. Das ist jetzt repariert, keine Sorge. Adi, sei gegrüßt. Und Lucy auch. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche... Uli! Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey! Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh, natürlich. Gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Oh, ja, natürlich. Wo die Elemente sind, das ist noch von gestern. Alle, die eventuell Kalix oder seine Freundin Sunny nicht kennen. Sunny hat das komplett einmal auf Gitarre nachgespielt auf ihrem YouTube-Kanal. Dieses Gitarrending. Hallo? Zu gut. Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Schon mal gespielt. Auf der PS3. Hot Tonight. Die hat jetzt auf der PS4 das erste Mal... Aber schon mal auf der PS3 Let's Played. Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Geburtstagskarte. You're not a fossil yet. Happy birthday. Dear Dad, let's see. You're never around. You hate the music I'm into. You particularly despise the movies I like. And yet somehow you still manage to be the best dad every year. How do you do that? Happy birthday! Was? Pops? Pups? Pops? Sarah. Okay. Und gerade wurde gefragt, ob ich auch Dark Souls spiele. Ich komme ursprünglich, glaube ich, von Dark Souls und werde da immer wieder nachgefragt. Sonntags spielen wir halt Souls. Unter der Woche tatsächlich alles querbeet, was aktuell ist und Spaß macht. Aber jetzt ist bei mir halt auch schon ewig her, dass ich die PS3-Version gespielt habe. Von daher, es ist nahezu blind, würde ich behaupten. Nein, ja gut, die Story an sich kenne ich, aber... Nicht mehr, wie ich steuern muss und pipapo. Da müssen wir uns auch erstmal wieder reinwubbeln. Ich weiß noch, dass es ein sehr geiles Spiel war.
Hat man hier, glaube ich, das Schlafzimmer von... Wie hieß er? Joel? Was? Admittance spikes at area hospitals. Das war das Badezimmer. Okay. Daddy? Spike, komm gut ins Bett. Wir sehen uns morgen dann wahrscheinlich bei dir. Ja, immer dieses dumme Arbeiten. Manometer. Joel heißt Vince. Eieiei. Was war das? Ich hoffe, ihr seht was. Ich habe es schon ein bisschen heller gemacht, damit das Schwarz bei euch im Stream nicht absäuft. Bei mir ist es recht dunkel. Also, das Bild. Das Zimmer ist leider hell erleuchtet. Sein Telefon. Ah, da. Das Smartphone. 8 Anrufe. Oh, weia. Danke, dann, Robin, für die Info. Du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Das ist so gut. Und falls jetzt die Frage aufkommt bei euch, wird er Uncharted spielen? Ja, natürlich. Wenn die Remastered-Version von Uncharted 1 bis 3 rauskommt, werden wir da reingucken als Vorbereitung für Uncharted 4. Und wenn das rauskommt, werden wir es natürlich auch spielen. Ja, Naughty Dog ist einfach... Muss man spielen, wenn man eine Playstation hat. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. Genau, sind hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Okay. Jimmy. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Hey. Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los! Los! Oh, verdammt, warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach ankommen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Ja, nach dem Intro gucke ich auch mehr auf den Chat. Ganz gut. Möchte jetzt nur nicht gerade über diese Szene halt so viel... Ja, klar. Labern. Danke. Und Lodjo, ja, das bringt mir auch was, klar. Unterstützt damit mich und Twitch im gleichen Verhältnis. Und du hast halt eben die Emotes. Kein Zugang zu Travis Cross. So schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Das war. Der Schweinehund hat's geschafft. Fahren. Bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Teufel, machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich hab mehr gesehen als du. Und anders. Oh, yeah.
Freunden helfen sollen. Thank you. Stefan, danke schön. Was zum Teufel los jetzt? Oh mein Gott! Tommy, Scheiße! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Dann dreh hier, dreh hier! Nein, 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 nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Autsch. Zurück. Auch die habe ich gespielt, Hunting Golemia. Was mir halt auffällt, bei der PS3-Version war der Ton sehr schlecht abgemischt. Ist hier besser. Dad? Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Lauf! Wir müssen jetzt rennen. Halt dich fest! Okay. So, jetzt muss man Tommy hinterher. Weiß gar nicht, ob ich rennen kann. Ich glaube nicht wirklich. Ich hab Angst. Los, lauf! Ich hab die Augen schon klar. Eieiei. Ja, das war Zombie-Möpse. Lauf! Eieiei! Geh weg! Wo ist der hin? Leute, abrennen. Lauf ich in die falsche Richtung? Ich laufe in die falsche Richtung. Einmal gedreht und schon falsche Richtung. Großartig. Da ist Tommy. Lass mich durch. Oh Scheiße! Ich kann halt nicht wirklich schneller laufen. Hopp, hopp. Warum machen die das? Die einfach nur nicht anfangen. Ja. Lauf! Geh hier raus. Versprochen. Nee, war irgendwie kein Knopf zum schneller Rennen. Ich muss hier die Gegend pumpeln. Ui. Zurück, es sind zu viele! Hier lang, durch die Gasse! Ah, hier ist die Gasse. Ja, komm, mach auf! Lass mich durch! Los! Kacke! Ui. Au. Blut. Er ist tot! Wir sind fast da. Verdammt! Wir sind fast da. Kommt durch den Zaun! Lauf, mach, dass ihr wegkommt! Komm schon! Ja, du sagst das so einfach. Du musst dir ein Kind tragen. Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Okay, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Hey. Wir müssen hier runter. Wir sind fast da. Lauf! Hinter uns! Ich höre sie schon! Dad? Oh Gott. Warum will man sich eigentlich in solchen Situationen immer umdrehen und gucken? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay.
Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. So eine Arschlochstelle, ey. Alter Schwede. Kinder und Hunde. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber Hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vertraue auf die Fireflies. Nee, Sankash habe ich nicht, aber trotzdem. Kinder und Tiere und Hunde, weiß ich nicht, das ist so eine Regel, die müssen einfach überleben in Filmen und Spielen und direkt das Spiel ins Gesicht, direkt halt einfach mal das Kind, es ist so ein Arschloch-Intro, kann man hier anders sagen, alter Vater, Mann. Ich komme! Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Wie ist die Lautstärke im Vergleich zu mir? Du wolltest deine Ruhe. Weil für mich ist es recht laut. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Wenn ich muss ich es gleich dann leiser machen. Lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pillen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Die Arschlöcher noch. Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Und ehrlich gesagt,
Heavy Rain fand ich deutlich stärker als Beyond Two Souls. Mochte ich ehrlich gesagt nicht so, das war so klischeebeladen. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. So, ich habe natürlich auch jetzt gerade leiser geredet, ein bisschen, weil ich wollte nicht über die Musik und so zu viel sprechen. Alter Vater, dieses Intro. Das packt einen sofort bei den Eiern, Mann. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. So, wir können im Moment noch nicht viel machen. Okay, ich gucke mal gerade, was die Tasten alle machen. Die machen gar nichts. Touchpad macht nichts. Options können wir... Ah, es gibt sogar einen Fotomodus. Ach Gott, oh Gott. Okay. Ja, und der Chat ist halt so tatsächlich, wie Aporelia sagt, so wie ich ihn sehe, in der Regel zwischen 7 bis 15 Sekunden verzögert. Das ist halt das Delay, die Latenz. Da kann man halt leider nichts dran machen. DLC gibt es ja. Das habe ich noch nicht gespielt, Hard Ranger. Das werden wir im Anschluss dann auch tatsächlich für mich blind spielen. Left Behind heißt das. Kannst du aus dem Hauptmenü starten. Aber ich wollte jetzt erst einmal das normale Spiel nochmal durchspielen. Easter Eggs, ja, es gibt halt Sammelklamotten, klar. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Es ist eine Pilzinfektion ausgebrochen, die Menschen in Zombies, wenn du so willst, verwandelt. Und es gibt halt eben so Camps wie dieses hier, wo wir gerade sind. Das halt von den Militärs halt kontrolliert wird, um eigentlich die Menschen zu schützen. Aber ob das besser als der Tod ist, das muss jeder jetzt für sich selbst entscheiden. So knüppelhart, ey. Ob man da jetzt unbedingt leben will. Nadi, dir nochmal Dankeschön. Und Assassinen Girl. Yassi, die zweite. Willkommen im Moped Club. Viel Spaß hier unter den anderen Yassis im Moped Club mit den Emotes und danke, dass du mich damit unterstützt. Ihr seid verrückt. Dankeschön. Thank you. Aporelia, danke für den Host. Wie hat auch nochmal an Stefan. Anscheinend gibt's immer Dankeschön. Mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Wie hat am Anfang schaue ich halt immer ein bisschen weniger auf den Chat, für die, die vielleicht zum ersten Mal reinlurken. Dann lasse ich mich halt immer erstmal von der Atmosphäre mitnehmen, bis man halt so ein bisschen die Steuerung raus hat. Dann gucke ich auch deutlich mehr auf den Chat. Und gerade hier der Anfang verdient es einfach, dass man das mal so ein bisschen in sich aufnimmt. Es ist halt einfach... What the fuck? Hey Joe. Wir wurden gelyncht. Ich habe uns Papiere besorgt. Ja. Wir sollten uns keine Ärger machen. Wir haben sie zur Schau gestellt. Bleib einfach cool. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los, hier, los! Don't leave us! Firefly! Ziele nach unten und drücke X für eine Schnelldrehung. Okay.
Halte R1 gedrückt zum Sprinten. Checkpoint 5 ist bis auf Weiteres geschlossen. Das ist so gut. Alle Zivilisten müssen den Bereich sofort verlassen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Medikit. Verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf. Rüste das Medikit mit Digipad nach oben aus und halte dann R2 gedrückt, um zu verbinden. Mit X wählst du das Medikit aus, halte R2 gedrückt, um es zu benutzen. Machen wir mal. Einfach mal just because. Und das dauert wirklich. Weil er sich das echt rumwickelt. Und wenn ich jetzt aufhöre, zählt's nicht. Also ihr seht, das dauert echt lange. Weil er sich echt rumwickelt und es dauert gefühlt richtig lange. Ich nehm's jetzt mal nicht, weil ich habe noch halbes Leben. Ach, ich muss es nehmen. Okay. Und natürlich sind hier in diesem Spiel auch die Ressourcen knapp. Wir werden außenrum gehen müssen. Auf der Schwierigkeitsgrad, den wir jetzt haben, normal, wir lassen Robert in Ruhe. Geht's noch. Toll. Vitesse, hast du's mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Oh. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Klar, ich meine, aber diese Knappheit... Marlene sucht nach Robert? Muss halt sein. Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Damit halt dieses Survival halt eben halt rauskommt. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Ja, ich komme gleich. Lass mich mal eben ganz kurz umgucken. Ja, es ist so eine Steigerung gegenüber der PS3, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das halt im Stream halt erkennen könnt. Aber zumindest jetzt für mich. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr das Spiel auf der PS3 echt mal gespielt habt. Guckt, dass das irgendwann nochmal recht günstig für die PS4 bekommt. Das ist so ein Augenschmaus. Für das Alter jetzt halt auch. Das macht echt Spaß. Ja, und Uncharted 4 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da bin ich spitz drauf wie Nachbars Lumpi. Hab ja gesagt, wir gucken auch nochmal in 1 bis 3 rein. Die habe ich auch schon alle auf der PS3 gespielt, aber einfach nochmal in der Remastered-Grafik. Oh, und zum Warmwerden, Gott, klar. Schlimm. Nehmen wir mit. Wir sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es wäre nicht. Recursive, hi. Ja. Du Verrückter. Oh Mann, Recursive, ich danke dir. Wobei, wir könnten uns doch jetzt eigentlich mittlerweile auch duzen, oder? Also so per Vornamen. Ist dir das recht? Weil ich mein, nach den Summen. Ich hoffe, ich lese deine Antwort. Ja, und wie gesagt, 60 FPS. Ich stream natürlich mit 30, aber jetzt hier im Spiel sind es gefühlt 60. Um zu springen. Okay, ich mach mal kurz umdrehen. Ja, das kriegen wir hin. Nur noch mal ganz kurz hier die Steuerung verinnerlichen, dann springen wir hier auch einmal rüber. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Da ist schon mal was. Eine Kanonenknarre. Restmaster, sei gegrüßt. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Drücke R2 zum Nachladen, während du nicht zielst. Also wird er... Das ist...
Laden wir mal nach. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. L2 ist zielen. R2 wird dann schießen sein. Wir haben 4 Schuss. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn... Ich habe doch hier eine Lampe. Wie kann ich die... Ah, so kann ich die Lampe anmachen. Perfekt. Also Lampe ist der R3-Stick reindrücken. Dann haben wir nämlich hier auch ein bisschen Licht und sehen auch was. Ich glaube, Batterien für die Taschenlampe gab es nicht. Das war ein Aspekt, ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber fand ich persönlich gut. Weil genau diesen Aspekt mag ich halt in solchen Klamotten wie Amnesia oder so nicht. Dass du halt nur begrenzte Batterielaufzeit hast, das mag ich nicht. Da fühle ich mich immer so gehetzt. Bereit? Ja, Ma'am. Ja, Lord Joe, ich habe es komplett durchgespielt. Also die Story und wie sie endet, kenne ich. Also ich weiß nicht, ob es mehrere Enden gibt. Ich habe ein Ende erlebt. Grimm for the win, sei gegrüßt. Und PSX Jan. Auch du, danke fürs Follow, mein Lieber. Geh weiter. Ja. Markus, Fabian, Fabian, Markus, slash recursive. Perfekt, danke dir. Oh Mann. Vorsichtig. Der verrückte Fabian. Dankeschön. Ist das eine Fangfrage? So, ich schaue mich hier nochmal um. In der Hoffnung, dass man hier vielleicht irgendwas findet. Gab es Mili-Angriffe? Ne, das war Nachladen. Es gab, glaube ich, keine Melee-Angriffe. Bin ich gerade gar nicht mehr so sicher. Sonst hätte ich da mal auf die Scheibe eingedonnert, um zu gucken, ob dahinter was ist. Sprinten kann ich jetzt gerade nicht. Ah, das war Melee. Ach, gab es doch einen Melee-Angriff. Das war Ducken. Sprinten geht, wie gesagt, gerade nicht. Das war eigentlich L1, aber das geht gerade nicht. Okay, kann ich hier draufhauen? Gut, okay. Wollte ich nur mal testen. Lone Survivor? Sagt mir gar nichts. Was ist das denn? Peppy, erstmal sei gegrüßt. Und Fabian muss schon... Ach, der muss auch noch arbeiten. Mein Gott. Ihr Armen. Lurkt nachher nochmal rein, Fabian und Co. Und wenn nicht, komm gut ins Bett. Und danke fürs Vorbeischauen auf jeden Fall. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Also, ob es hier in Last of Us mehrere Enden gibt, weiß ich nicht. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das kann der Chat gerne schreiben, also die, einfach die Anzahl, wenn es mehrere gibt. Also, ich habe, wie gesagt, 1 erlebt. Genauso, wie ich nur 1 in Witcher erlebt habe. Ich bin dann halt nicht der Typ, der motiviert ist, noch die anderen zu spielen. Auch das mache ich wie Platin, nur bei Souls. Jetzt, achso, ich kann doch ein bisschen joggen. Ach, der joggt aber gemütlich. Kann ich hier nochmal in den Kofferraum gucken oder so? Ne, da ist zu. Da komme ich nicht hin. Nur ein Ende. Okay, dankeschön. Ja gut, dann habe ich das Ende erlebt. Okay, hier ist alles nichts. Ich hab immer Angst, so viel zu verpassen. Also irgendwie an Klamotten, die man aufsammeln kann. So den I-Win-Button. Und dann, zack, Spiel verloren. Weil ich den I-Win-Button nicht habe. Okay, hier ist einfach alles abgesperrt. Nein, ich drücke jetzt nicht L3. Ich will erstmal gucken. Da ist von der Army zu. Hier haben wir eine Leiter. Die nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Gut, bring sie rüber. Tutorial freigeschaltet. Ja, wahrscheinlich wie ich irgendwie eine Leiter leite. Kriegen wir vielleicht auch so hin. Da oben wollen wir hoch. Okay. Nee, Silver. Nee, das kriege ich in meinem Alter leider nicht mehr hin. Ich glaube, da wäre ich klinisch tot. Okay, vielleicht hätte ich das Tutorial doch angucken sollen. Was vielleicht irgendwann mal kommt, ist so ein 12-Stunden-Stream, aber 24 Stunden, nein. Okay, ablegen ist wahrscheinlich nicht die richtige Taste. Wie stelle ich die denn hin?
Drück mal jetzt eine andere Taste. X. Ah, jetzt muss halt erst im Prompt dastehen. Stand hier hinter mir, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. PSX Jan. Ich sag einfach Jan, wenn das für dich okay ist, ja. Gerade diese Schleichanlagen machen, finde ich, den Reiz aus, weil ich mag halt reine Shooter nicht. Und von daher sind die Schleichanlagen, für alle, die das Spiel nicht kennen, will ich jetzt nicht so viel spoilern, werdet ihr dann nachher sehen. Aber das finde ich ist gerade das Schöne an dem Spiel, weil du kannst es halt sneaky spielen und musst halt nicht der Rambo mit der Panzerfaust sein. Oh ja, gucken wir mal rein. Da ist nichts drin. Haben wir hier oben noch? Gucken wir hier mal rein. Da ist nix. Doch, da ist was. Ja, hier, das ist zum Beispiel eines dieser Collectibles. Firefly-Anhänger. Und ja, ich glaube, wenn du da alle sammelst, kannst du halt auch irgendwelche Trophies freischalten. Also hier ist auch halt tatsächlich für die Jäger und Sammler und Completionists, die halt auf 100% gehen wollen, einiges an Zeug drin. Wobei ich glaube, hier Platin zu machen, ist gerade mit den höheren Schwierigkeitsgraden richtig schwer. Jetzt auf normal ist es schon recht knackig. Nicht jetzt unspielbar, halt nur knackig. Und auf den höheren Schwierigkeitsgraden, wenn du halt weniger Leben hast, weniger Consumables, da geht dann echt die Post ab. Wenn du halt keine Messer, keine Kugeln, keine Lebensverbände mehr hast, dann ist aber Holland in Not. Ich mach 2 12 Stunden. Ne? Jetzt hier runter. Ich habe da echt Angst vor, muss ich sagen. Wenn du halt irgendwann müde wirst, leidet ja auch die Stimmung drunter. Und wenn du dann hier irgendwann einfach so sitzt nach dem Motto, 5 Minuten später kommt dann mal ein Wort, oh, ich will schlafen. Weitere 5 Minuten später, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Lass uns erstmal irgendwann mit einem 12-Stunden-Stream anfangen und gucken, wie wir den umkriegen. Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Ach, man muss sogar online spielen, Camaro. Mehr Pillen, viel Munition. Das heißt eigentlich nicht Camaro, irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Das kann ich nicht leiden an Trophies, dass du gezwungen wirst, online zu spielen. Das hasse ich wie die Pest. Ich habe mal diesen Online-Modus auf der PS3 kurz angespielt. Absolut nicht meins. Warte! Sporen! Lost Link, danke für die guten Worte. Weil ich vorher ein ganz normales Leben habe und Familie, also besser gesagt Frau, Arbeit. Ich habe schon gesagt, ab Herbst werde ich dann halt mal gucken, dass ich 1-2 Streams die Woche auch früher starten kann. Im Moment geht es halt einfach nicht früher. Normalerweise fingen die Streams erst um 11:30 an. Ich habe es jetzt schon hingekriegt, dass sie um 10 anfangen. Das ist schon ein kleines Zugeständnis. So, kurz mal hier auf das Spiel wieder eingehen. Das sind die Sporen. Das hier sind die bösen Sporen, diese Pilzsporen, die die Leute halt in diese Zombies verwandeln. Und deswegen müssen wir halt hier Gasmasken tragen, wie man gerade auch sehen kann, damit wir halt nicht infiziert werden. Und ich habe jedes Mal Angst in diesen Passagen, dass mir irgendwas, diese komische Gasmaske, einfach von der Rübe reißt. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Was? Achso, ducken. Naja, das war ducken, richtig. Bahayala. Bahayala, ist das richtig? Danke fürs Einschalten und fürs Follow. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. So möchte ich nicht enden. Ja, alles voll mit Leichen. Und falls die Frage jetzt zwischendurch im Chat kam, ja, ich feiere natürlich auch The Walking Dead. Ich freue mich auf die Spin-Off-Serie mit den neuen Hauptdarstellern. Ich habe die Telltale Games gespielt. Den Shooter, der rauskam, habe ich nicht gespielt. Es soll ja ein neuer Shooter kommen.
Auch da bin ich gespannt drauf. Ein gutes Walking Dead Shooter-Spiel. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Okay. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Kann ich das nicht erstmal nehmen? Wie nehme ich das denn? Ah, so. Ja, das ist das mit der Maske, was ich meinte. Maske kaputt, Sporen eingeatmet, im Endeffekt, der verwandelt sich garantiert. Gehen wir. Deswegen den humaneren Weg. Das ist halt eben das im Endeffekt das Erschreckende, wenn man das mal jetzt so Revue passieren lässt, was man jetzt aus den fiktiven Serien halt kennt oder aus den Spielen, dass halt die Menschlichkeit immer als erstes auf der Strecke liegen bleibt. Gerade sind wir halt noch, als wir geflüchtet sind, an der Familie mit dem Kind vorbeigefahren. Es zählt nur noch das eigene nackte Überleben. Siehst du halt auch bei Walking Dead halt sofort. Das finde ich halt so erschreckend. Grenzen zwischen Gut und Böse verschwinden halt, weil jeder nur noch seine Haut retten will. Das ist so krass. Und ich versuche halt immer, wenn ich dann halt solche Entscheidungen habe... Was? Ach, ich muss sogar den Controller schütteln, wenn die Lampe flackert. Ich versuche halt immer so einen Mittelweg zu machen zwischen Menschlichkeit und Selbsterhaltungstrieb. Wo geht's denn hier lang? Wo kamen wir her? Wo müssen wir hin? Ja, ich glaube, da kamen wir her, ne? Oder? Ist hier noch irgendwas? Hier ist nix. Da ist auch nix. Ne, ich sehe aber auch nix, oder? Einfach ein toter Raum. Nee, wann die neue Staffel kommt, Silver, weiß ich nicht. Und genau wie Treeforce sagt, ich hätte ihm keinen Gefallen getan. Er hätte sich einfach verwandelt und wäre dann ein lebender Zombie-Pilz gewesen. Das wäre für ihn nicht toll gewesen und für uns im Endeffekt auch nicht, wenn wir das nächste Mal hier hätten durchgehen wollen. Vielleicht hätte er sich befreit und dann auch noch angegriffen und so einfach zerstört. Das war ich nicht, das war das Spiel. R1 gedrückt halten für den Lauschmodus. Ja. Drück ich. Spiel. Hallo, Spiel. Ich behaupte mal, das Spiel hat sich aufgehangen. Kann halt nichts drücken. Kaputt gemacht. Wie kann ich testen, ob es abgestürzt ist? Ich würde zippen. Weil ich kann halt drücken, was ich will. Es passiert halt nichts. Und ja, ich drücke R1 und R2 und RL1. Ich drücke alle Tasten. Okay. Okay. Ich habe mich gerade nur ein bisschen zu Tode erschreckt. Ja, aber... es ging gerade nicht. Glaubt's mir. Wie kann ich den denn... Ich habe keine Nahkampfwaffen, oder? Kann ich den jetzt irgendwie von hinten kaputt machen? Ja, nicht. Gut. Und da haben wir noch zwei.
Wir haben jetzt hier nichts, was wir benutzen könnten. Sehen die eigentlich Licht? Das war mir nie so ganz klar. Himmel. Ja, Framed Up aus der Hölle. Weiß ich nicht. Das, wie gesagt, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich war der Meinung, die sehen Licht. Deswegen habe ich das viel ohne Licht gespielt. Aber anscheinend sehen die Licht nicht. Ja, sehen sie. Okay. Ja, und eben was eben Cupido sagt, die gehen nur auf Geräusche. Sowohl als auch. Also, wir testen es. Ich lasse das Licht einfach mal an. Leben bin ich voll. Hier haben wir Patronen. Sehr gut. Nachladen bitte mal. Oh, der Sound. Heftig. Oh, hier Gänsehaut. Ja, furchtbar. Ja, das, können wir das auch mitnehmen? Ne, wir sind voll, ne? Leider können wir nichts mehr mitnehmen. Ich weiß noch, dass wir irgendwie skillen können, aber ich weiß nicht mehr wie. Es gibt halt auch Skillpunkte. Aber später werden wir bestimmt erklärt bekommen. Die Klicker gehen nur auf Geräusche. Wir testen's. Ich lasse die Lampe einfach mal an, weil im Let's Play wurde halt gesagt... Oh, mein Ohr juckt. Entschuldigung. Im Let's Play wurde gesagt... Ich spiele zu wenig mit Taschenlampe, man sieht nichts. Deswegen lasse ich die einfach mal an. Gucken wir einfach mal. Hier haben wir nichts. Da ist noch eine Tür. Können wir da reingucken? Ja, können wir. Ja, dann gucken wir da mal rein. Runner sehen und hören. Klicker, Schallwellen. Goblilo. Okay. Dann hätten die ja eigentlich uns sehen müssen, weil das war ja nicht gerade keine Klicker, oder? Egal. Wir testen's. Oh, hier ist ein Dokument. Nachricht an Bruder. Was muss ich drücken? Touchpad. Also, das kann ich jetzt wirklich... Ach doch, da kann ich's noch. Haha. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie wieder von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Sporen bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Drinnen ist scheiße, draußen ist auch scheiße, hier ist mal scheiße. Also du tauschst halt Not gegen Elend in dieser Welt. Nein, das waren keine Klicker. Klicker sind die mit dem explodierten Kopf, genau. Das, was Janos schreibt, habe ich auch so in Erinnerung. Okay, das waren alle. So, hoffentlich. Passage gemeistert. Gehen wir zurück in die Stadt. Ja, dann hätten die uns ja aber eigentlich sehen müssen, wenn sie nicht gerade mit Fressen abgelenkt gewesen wären. Da hinten ist eine Mülltonne. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey. Wenn sie nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Haben wir hier? Nix.
Da ist nix. Da komme ich auch nicht rein. Hier. Hier komme ich auch nicht rein. Also da ist auch nichts. Also haben wir hier tatsächlich auch einfach mal nichts. Außer schöne Landschaft. Naja, schöne Landschaft ist, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt, von der Landschaft an Enslaved. Ich weiß gar nicht, wie der Untertitel von diesem RPG war, von Enslaved. Wurde nicht so gut bewertet, aber hat eigentlich Spaß gemacht. Rocket Klaus, sei gegrüßt. Ja, und draußen an der Luft, Vanrex verflüchtigen sich die Sporen halt. Das heißt, verdammt, in Gebäuden sind die halt konzentrierter. Wo bist du denn? Asi? Schatzi? Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Wo ist sie denn? Ja, und hier haben natürlich überall, wie man sieht, wohl auch Leute gelebt, die nicht in den Zonen leben wollten. In den Zonen ist man natürlich dann dem Militär halt unterstellt mit Essensrationskarten und hast du nicht gesehen. Macht immer wieder Spaß. Mach weiter so, von Biorops. Alter, wahnsinnige 50 Euro. 15 Euro, Entschuldigung. Ich kann nicht, ich wollte 15 Euro sagen, ich habe auch 15 gelesen. Wahnsinnige 15 Euro, alter Schwede. Du verrückter Biorops. Ich hoffe, das tut dir nicht weh. Ich sag Dankeschön, mein Lieber. Und solange wie ihr schaut, gucke ich natürlich, dass ich weiter streame. Natürlich, mache ich weiter. Solange wie ihr mich unterstützt und zuschaut, gerne. Und dafür sage ich Dankeschön. So, wie komme ich denn... Wo ist denn das Brett, was ich brauche? Da unten ist ein Brett. Wie kriege ich das denn hoch? Dann gehe ich erstmal hier runter. Gotham Hands. I don't understand, but I try to comprehend. Yeah, it's mostly a German stream. The chat and I will answer in English if possible, but mostly I will talk German, of course, because it's a German stream for a German audience. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Ja, es hat, die 15 Euro haben mich schon kritisch getroffen, deswegen kann ich noch nicht mehr lesen. Nicht falsch verstehen, Biops. Entschuldigung für den freudischen Versprecher. Oh Mann, Dankeschön. So, jetzt hatten wir eine Latte, die haben wir der Frau gegeben, die hat die Latte in Empfang genommen. Geht doch. Und die balanciert auch immer, das heißt... Dann los. Oh ja, jetzt müssen wir da auch noch hoch. Guck mich nur mal nochmal um, ob hier irgendwas ist, aber es sieht negativ aus. Ich weiß gar nicht, warum wir so wenig... Haben wir hier ein Backpack? Sammelobjekte, Firefly, Trainingsbücher. Das sind die Sachen, die wir sammeln können. Stimmt, dann gab es auch noch unten diese Teile. Daraus konnten wir Klamotten bauen. Hatten wir nicht ein Inventar? Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkam. Touchpad, irgendwie wutschen, wedeln? Nee. Naja, das wird das Spiel uns irgendwann sagen. Weil es wundert mich, dass wir halt gar nicht diese Schokoriegel mitnehmen konnten und Bandagen. Dass der halt schon sagte, wir wären voll. Das heißt, wir haben einige schon an Vorrang verschenkt. Ja, genau, Kalitos. Enslaved Odyssey to the West. Ich fand das ehrlich gesagt ganz gut. Das war eigentlich schön gezeichnet. Klar, war jetzt nicht Game of the Year oder so, aber ich habe es gerne durchgespielt. Es hat Spaß gemacht. Das Inventar kommt erst später. Achso, okay, danke. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Sorry, das war zu lang. Ich muss es einmal umschalten, um es zu lesen. Lost Link. Ich vermute mal, das ist eine Anspielung auf Zelda. Ich habe es nie gespielt, falls es so ist. Sorry, aber ich denke, damit es nicht Wunschdenken bleibt. Vielen Dank für die ganzen Let's Plays und deine super Arbeit. Mach weiter so. Hallöchen, das ist aber so verdammt viel. Lost Link und
Die 15 Euro. Nein, falscher Versprecher, das war jetzt Absicht, klar. Bei dir waren es jetzt 50. Alter Vater, ich hoffe, du kannst dir das leisten. Und das tut dir nicht weh. Wenn es ein Vertipper war, was ich nicht glaube, weil uns mit der Text nicht passen, sag Bescheid, wenn du es morgen wieder haben willst, weil der Toaster explodiert. Ich weiß, ihr mögt das Beispiel. Sag auch Bescheid, dann kriegst du es wieder. Bei so großen Summen weiß man das nie. Ihr seid Wahnsinn. Biops, Lost Link, Mann. Dankeschön. Es ist viel zu viel. Ihr seid verrückt. Mein Gott, ey. Ich spiel doch nur. Habt Spaß und schaut zu. Das reicht auch. Völlig. Oh Mann. Ja, schon. Lost Link. Vielleicht spielen wir ja irgendwann Zelda. Wobei die Frage ist, du vielleicht dann als Link-Fan oder Zelda-Fan, kommt jetzt das neue Zelda auf der Wii U? Oder kommt das auf dem Nintendo NX, auf diesem neuen System, was ja im Juli nächsten Jahres schon rauskommen soll? Gibt's da schon Infos? Ob das halt für die Wii U noch kommt oder für die neue Generation? Weil das, finde ich, hat ein bisschen vor Verwirrung gesorgt, dass die neue Konsole nächstes Jahr halt schon rauskommen soll. Mega, danke, ihr zwei, für so unglaublich viel. Mann, ey. Ich muss einen Schluck trinken. Ja, Rico, definitiv. Sowohl NX als auch Wii U. Okay. Ja, ich habe ja gesagt, eventuell... Ich habe noch nie ein Zelda gespielt. Es haben mich schon einige gefragt, eventuell, wenn dann dieses NX-Moped draußen ist, wisst ihr, ob da auch dieses Tablet wieder mit dabei ist? Weil ehrlich gesagt, das muss ich sagen, fand ich bei der Wii U gerade für Stream und Let's Playen ziemlich dumm. Weil ich kann ja nur das upscreen, was auf dem PC-Monitor ist, nicht was auf so einem Tablet ist. Da bräuchte ich ja eine zweite Kamera. Ist das da auch wieder bei? Wenn sie das bei dem NX wechseln lassen würden, das wäre super. Und dann ja, gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwann mal so ein Zelda, das neue Zelda, dann auf der neuen Plattform vielleicht mal in Angriff nehmen. Mal schauen. Alles klar, komm. Ich schaue mich hier nochmal um. Ja, steh mal auf, hier ist ja nichts. Und dann gucken wir uns hier mal ganz geschwind um. Aber hier ist nichts. Alles verriegelt und verrammelt hier natürlich vom Militär, wie man sieht. Okay. Nee, Silver, da an der Stelle muss ich dich enttäuschen. Ich habe gesagt, keine MMOs mehr, außer es kommt ein Dark Souls MMO. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so wegen Meinungsmache, sondern weil ich selbst erfahren habe, diese MMOs, wenn du wirklich davon fasziniert bist, haben die Tendenz, süchtig zu machen. Und ich bin jemand, der sich davon echt begeistern lässt. Und das hatte bei mir in Form von World of Warcraft echt schon Suchttendenzen. Stichwort 5-6 Tage die Woche, 5-8 Stunden jeden Tag. Und gewisse Dinge im Real Life dafür vernachlässigen. Und deswegen habe ich einfach gesagt, keine MMOs mehr. Einfach ein schönes Offline-Spiel, wie The Last of Us, wie The Witcher. Darf ruhig 200 Stunden gehen, aber nach 200 Stunden ist es vorbei. Und es kommt nicht sofort das nächste Add-on oder DLC. Und deswegen, ich keine MMOs mehr. Nee. Nein, nein, nein. Nicht gut. Kagamichi, sei gegrüßt. Einfach zum Schutz für mich, für meine Frau, für meine Family, für euch. Weil sonst würde ich wahrscheinlich, wenn ich dann gesuchtet bin, nur noch das eine Spiel spielen. 24/7. Jeden Stream. Und die Leute, die es dann nicht mögen, sagen, oh, das hängt mir schon zu den Ohren raus. Tapi, Baby. Und das mit der mobilen und stationären Konsole habe ich gelesen. Ja, ich bin gespannt. Das Einzige, was man ja Nintendo zugutehalten kann und muss, im Gegensatz jetzt zu Xbox und Sony, Microsoft und Sony. Was? Endlich wieder mal ein Game nach meinem Geschmack von Root 14. Was ist los? Root! Auch so viel. Hilfe. Ich kann ja nur noch in meinem Mikro hier wimmern. Ihr verrückten Root, ich danke dir. Ja, klar, wir spielen natürlich immer verschiedene Spiele. Genau deswegen, nicht nur ein MMO, sondern viele verschiedene, dass für jeden halt auch mal was dabei ist. Und
dass das jetzt so gut ankommt, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, weil es ja schon ein bisschen älter ist, aber ich sag danke, Root. Einfach nochmal an euch drei. Und natürlich auch an Fabian. Und Assassinen Girl und alle. Dankeschön, dass ihr mich und den Moped Club damit so wahnsinnig unterstützt. Wir brauchen sie noch. Kugeln? Ja, gerne. Wo? Da. Shaun of the Tribe. Hallöchen. Na gut. Huch. Ja, jetzt stehe ich auf dem Tisch. Ich tanze auf dem Tisch. Ja, super. Alles super. Hey, kleiner bisschen Mann. Warm wird's wieder. Das heißt, das Wetter ist hier nicht so schön, aber es ist warm. Robert, das ist ja? Total dumm. Du weißt, dass er uns erwartet. Freu dich doch mal. Ich freue mich, Mann. Na, das macht's interessanter. Silver, ich... Das kannst du mir glauben. Das wirft mich sogar ehrlich gesagt immer aus der Fasson. Das ist so unglaublich, Mann. Ihr seid so unglaublich. Ich kann das halt nur nochmal wiederholen. Ohne euch wäre das halt nicht möglich, wenn ihr mich nicht supporten und gucken würdet. Wobei das Gucken halt das Wichtigste ist, nochmal ganz klar gesagt. Der Rest ist absolut optional. Sieg doch nicht gleich so rum deswegen. Far Cry spielen wir noch Chester Cobblepot jetzt erstmal durch und dann müssen wir schauen. Ende August kommen ja erst die ganzen neuen Spiele. Bis August ist ja quasi Sommerpause. Ende August kommt dann Until Dawn, dann kommt Dishonored, das Remake, was ich doch gerne spielen würde vor Dishonored 2. Dann kommt Metal Gear Solid, Mad Max. Wobei Mad Max möchte ich mir erstmal angucken, ob es gut oder schlecht wird. Es kann gut werden, es kann schlecht werden. Dann kommt irgendwann ja Fallout, dann kommt irgendwann XCOM 2. Das sind so die Spiele, die ich halt auf dem Radar halt habe. Ja, Uncharted Collection, genau. Wenn du kein PvP machen möchtest in Dark Souls 2, Janosch, NG++ bis zum Schloss, Drang Lake Schloss, wo Kanzler Welliger drin ist. Da kannst du dann die letzten Zauber kaufen und damit wärst du dann Platin, wenn du bis dahin alles andere gemacht hast. Wegen den Zaubern NG++. Du kannst auch im NG bleiben, wenn du die vier Urmöpse mit Asketenleuchtfeuer machst, um dadurch die Zauber zu bekommen. Und im Roten Eid bei Grandin Winsling und im Blauen Eid bei Targry irgendwie auf Stufe 2 grindest, was wohl 100 Siege wären, dann kriegst du die Zauber auch. Also du musst das NG eigentlich nicht verlassen. Gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Ja, das ist hier so ein Stützpunkt. Wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Hey, wag es ja nicht, dich vorzudrängeln. Was ist denn? Ich warte hier schon Ewigkeiten. Was ist das? Ein Minischwein? Eine Ratte? Ich würde es gerne näher sehen, aber ich kann auch nicht zoomen. Ein Hähnchen? Aber den guten Weber-Grill hier am Start. Natürlich, oder? Das ist sogar mit Gaspulle. Jetzt komm, Joel. Robert wird nicht die Ja. Das sind immer die Frauen, weißt du? Gucken 2 Stunden. Bei BHs und dann guckst du mal 10 Minuten bei Saturn bei DVDs. Ach, jetzt komm schon, es dauert wieder so lange. Anfassen heißt kaufen. Tess, ja, ich fass nichts an. Ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Muss ich hier durch? Ich muss wohl hier durch. Jetzt hört doch mal richtig rein! Na los! Na, wo willst du denn hin? Mach ihn alle! Mach schon! Setz dich schon! Oh Mann! Hau ihn mal rein! Geht einfach weiter! Sag du, na los! Schlag doch her! Steh auf! Steh auf! Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Aber jetzt mal so rein Suggestivfrage. Ohne... dass wir hoffen, dass es jemals passiert. Glaubt ihr, dass ihr in so einer Welt überleben könntet? Also ich wüsste, dass ich mit zu den ersten Opfern in so einer Welt gehören würde. Ganz ehrlich, ich hätte, glaube ich, keine Chance hier zu überleben. Nicht die geringste. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai.
Da ist er jetzt. Ja, gut, das, was Alex sagt, ist schon richtig. Man weiß ja nie, inwieweit der Körper gewisse Dinge leisten kann, wo man gar nicht weiß oder glaubt, dass er imstande wäre, es zu leisten. Also Stichwort Adrenalinausschüttung und sagen ja auch viele Eltern, wenn halt was mit dem Kind ist, dass sie halt über sich hinauswachsen, einfach aufgrund der Vater- oder Mutterinstinkte. Klar, ich rede jetzt einfach nur so, wie man heute denken würde. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Ich würde es gerne nehmen. Einberufungsbescheid. Vergrößern. Lesen. Bekanntmachung. Ziviles Dienstsystem. Der General der Quarantänezone von Boston. An. Scheiß drauf. Begrüßung. Als diensttauglicher Zivilist erhalten Sie hiermit Befehl, an verschiedenen Einsätzen zur Instandhaltung der Quarantäne teilzunehmen. Bitte finden Sie sich am 15. Dezember um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur Entsendung an ein Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Bei schuldenhaften Nichterscheinen am oben angegebenen Ort zur oben angegebenen Zeit erfolgt Einschränkung der Ration sowie gegebenenfalls Verlust der Aufenthaltsberechtigung. Legen Sie diesen Befehl beim Erscheinen vor. Wichtiger Hinweis, unbedingt beachten. Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten bereits Arbeitsdienst geleistet haben, kann der Dienst bei Nachweis verschoben werden. Wenn Sie an einer physischen oder psychischen Erkrankung leiden, die Sie nach Ihrer Einschätzung dienstunfähig macht, legen Sie ein entsprechendes ärztliches Attest vor. Zählt Angst als Psychose? Hier ist auch noch was, das will ich haben. Was ist das? Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug gehortet. Oh, 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 Moment, Mann. Gesucht wegen Firefly-Komplizenschaft. Okay, kein Name, keine Adresse, keine Telefonnummer. Einfach eine Frau. Ja, Kagamichi, ich sag jetzt nicht wieso, das können wir später besprechen, wieso. Aber ich gehe einfach mal davon aus, es muss eine Fortsetzung kommen. Es muss. Es war viel zu erfolgreich und noch andere Gründe, weswegen ich glaube, da kann man super eine Fortsetzung draus bauen. Also, das wäre, also in der heutigen Zeit, keine Ahnung, wenn, Entschuldigung, ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn Battlefield und ein Call of Duty eine Fortsetzung kriegt, dann muss so ein Spiel hier auch eine Fortsetzung kriegen. Ist einfach so. Und ja, das würde ich so feiern. Los geht's. Es kommt eine. Ja, aber offiziell ist es ja noch nicht. So ganz lass offiziell. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Das ist einfach so. What the fuck? Ja. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Erstmal muss ich wissen, wo die sind. Ah, da ist einer. Versuch immer vorher so ein bisschen zu zielen. Dass ich nicht so lange außerhalb der Deckung zielen muss. Sind sie tot? Das sieht gut aus. Nachladen. Ach, der lebt noch! Gut gemacht, Cowboy. Okay, der ist hin. Du auch. So, wo konnte hat ich die ganzen Leute her? Von Deckung zu Deckung irgendwie? Nee, ich konnte wirklich nur von Deckung zu Deckung gehen. Machen wir dem ein Ende. Also nicht irgendwie wie Nathan Drake von Deckung zu Deckung hechten. Ich wusste gar nicht, ob das geht oder nicht, aber anscheinend nicht. Aber so suchen wir mal hier die Leichen. Oh, Ragdoll. Das, oh, oh, diese Ragdoll-Effekte. Ja, schauen wir uns mal um. Offiziell ist eine Fortsetzung bestätigt, tatsächlich? Weil ich habe... Aber es wurde noch nichts gezeigt, irgendwie ein Trailer oder eine Website oder so, glaube ich.
gucke mich, wie gesagt, hier nochmal ganz kurz um. Das ist das Einzige, was ich halt nicht verstehe. Die haben ja nun mal geschossen, ja. Das habt ihr ja gesehen. Und ich kann halt nichts looten. Hier liegen halt keine Knarren. Dementsprechend keine Kugeln. Dementsprechend hat mich dieses Feuergefecht jetzt 3 Kugeln gekostet. Und ich kriege keine neue Munition, weil die Waffen von denen einfach weg sind. Das muss ich sagen, ist so das Einzige, was ich so an Computerspielen manchmal noch ein bisschen komisch finde. Dass es halt unlogisch ist. Ich meine, die haben ja nun mal geschossen. Hier ist Sue. Oh, hier ist Sue. Ja, über Destiny reden wir nicht, Kalitos. Über Destiny, nein, da reden wir lieber nicht drüber. Sonst wäre es so einfach. Ja, wobei, Turk, dann hätten sie ja im Umkehrschluss auch Kugeln an random Positionen weglassen können. Also sprich, ich werde jetzt garantiert gleich irgendwo Kugeln finden. Dann hätten sie halt lieber die Waffen vorher droppen lassen sollen. Anstatt, dass ich jetzt in der nächsten Ecke unterm Baum Kugeln finde. Das wäre, okay, finde ich, für die Immersion schöner gewesen. Gib mir die Hand. Stimmt, das war, was Hotmail sagt, das war irgendwie über den Synchronsprecher, dass der wohl engagiert war. Nee, ups, doch nicht. Stimmt, da war irgendwas. Das habe ich mitbekommen. War hier unten noch irgendwas? Die perfekte Position für einen Shortcut. Ah, hier ist überall nichts. Ja, und eben, ne, durch die 3 Kugeln, die wir verbraucht haben und keine neuen bekommen haben, könnt ihr schon erahnen, dass es hier halt eben Ressourcenmanagement gibt und nicht einfach wie der letzte Bob daneben schießen und dann 2 Mobs später sagen, ich habe keine Kugeln mehr. Das ist halt auch für mich schwierig, weil ich halt kein gutes Aiming habe. Nee, Journey habe ich nicht gespielt. Ich habe es bei Stefan gesehen. Ist absolut nicht mein Spiel. Ich bin nicht so der, ich nenne es mal Experimentalspieler, wo es drauf ankommt, nur audiovisuell etwas zu erleben, aber ohne großartige Story oder Gameplay. Und das ist in meinen Augen Story. Es ist halt so ein, ja, quasi wie ein Musikwerk oder meinetwegen ein Kunstwerk. Mehr von Roberts Leuten. Ja, woher weißt du, dass ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, hat sie Tessie erwischt. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Ja, vor allem, ich stehe hinter ihm. Nicht denn noch? Riecht der noch? Riecht der noch? Sterbe ich? Könnte sterben. Weiß es nicht. Könnte sterben. Könnte knapp sein. Ich hab die Umgebung nicht gescannt. Na, droppt auch nichts. 1, 2, 3. Hier war doch irgendwo noch einer. Hier mal gucken, ob wir hier was mitkriegen. Oder mitnehmen können. Ne, können wir nicht. Hier ist nix. Okay, das heißt, wir haben noch 3 Moped-Männer. Ne. Das einzige Spiel, was so in Richtung Pokémon geht, was ich gespielt habe, ist Ni No Kuni. Und ich glaube, Persona 4 Golden auf der Vita. Das geht ja so in die Richtung Pokémon. Das heißt, das neue Persona 5, wenn es kommt, könnte man sich auf der PS4 mal angucken. Ni No Kuni natürlich gerne sofort. Also 2, wenn es denn mal kommen täte. Das weiß man ja nicht. Ah ja, und dieses Geräusch, was ihr gehört habt, dieses Wuh. Da sieht mich jemand. Ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies?
Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, peng, peng. Haben alle exekutiert. So, da ist eins, da ist zwei. Wo ist der dritte hin? Das ist wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen ein, zwei. Wo ist der dritte? Ich sehe den dritten nicht mehr. Ja, der Idiot denkt, er kann. Da. Ach nee, das ist hier Kollegin Snickers. Die hat deswegen auch oben dieses Kringelchen auf dem Kopf. Hör mal. Wir können das doch regeln, oder? Ja, ja, wir regeln das. Jetzt hier, gleich jetzt und hier. Ist gleich vorbei. Oh, ja, den Schlüssel. Schnell und leise. Zack. Lagerhausschlüssel. Perfekt. Schauen wir uns um. So. Haben wir hier noch irgendeinen? Ich scanne halt immer ganz gerne nochmal ganz kurz die Area durch, um zu gucken, ob ich hier irgendwie welche Gefahren sehe. Aber im Moment würde ich sagen, nein. Ja, ich schaue mich jetzt hier noch einmal um. The Vanishing of Ethan Carter. Was, ich kenne den Namen, aber ich kann ehrlich gesagt noch nicht mal sagen, was das für ein Spiel ist. Also es klingt, als ob Ethan Carter verschwunden ist. Ist einleuchtend, ne? Nee, keine Ahnung. Worum geht's da? Also was ist das für ein Spiel? Ist das ein Adventure? Ist es ein Survival-Horror-Ding? Mit was für ein Spiel kann man es vergleichen? Ich glaube, die Frage ist am besten zu stellen. Dann kann ich es ungefähr einordnen. Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, den schlimmsten Tod, wo sich mir am meisten die Nackenhaare sträuben, weiß gar nicht, in welchem Film das auch nochmal so explizit dargestellt wurde. Ah, ich weiß es. Ist mit dem Messer erdolcht zu werden. Richtig eklig langsam erdolcht zu werden. Und da fällt mir der Film auch wieder ein, wo es so eine Szene gibt. In Der Soldat James Ryan. Furchtbare Szene. Wo sie halt miteinander ringen. Der eine steht halt oben über ihn und drückt ihn halt so das Messer halt, wo er über ihn sitzt, halt langsam, langsam in die Brust hinein. Alter Schwede, da sträuben sich die Nackenhaare. Das, finde ich, ist ja das Grausamste, was es gibt. Auf der Entfernung jemanden abzuschießen, klar, kostet es dich Überwindung wahrscheinlich, aber es ist halt nicht so abgebrüht kalt, wie jemanden Aug in Aug zu erstechen. Ich glaube, da muss sie wirklich kaltblütig sein. Und das finde ich furchtbar. Steht für sich der gute Ethan. Na gut, wir haben hier nichts. Also Essen kann ich nicht mitnehmen. Schade eigentlich, das heißt, wir können... Kann ich hier noch was machen? Nee, auch nicht. Ja, wobei, das sind ja fucking awesome Strahlentod, klar. Brauchen wir nicht drüber reden, dass das auch natürlich alles grausame Tode sind. Aber du bringst ja meistens... Meistens. Wie habt ihr eure Leute heute umgebracht? Ja, nein, ich wollte sagen, das ist jetzt ja nicht in dem Sinne... ein handelsüblicher Tod, womit man jemanden auf der Straße umbringt. Ich meine, so eine Mini-Atombombe hat meist keiner. Klar, aber ansonsten ist das schon grausam. Was ist das hier, eine Flasche? Die Flasche! Zielen, werfen, blind werfen. Tutorial freigeschaltet. Knarre? Ah, verstehe. Gut. Wir haben einen. Wir haben zwei. Wie viel haben wir? Ich möchte erst wissen, wie viel wir haben. Also ich sehe einen.
Frage ist, ob wir uns den schnappen können und hinten hier in Deckung ziehen können, ohne dass es die anderen Moped-Männer sehen. Das weiß ich nicht. Es könnte knapp werden. Je nachdem, wie die patrouillieren. Komm mit. Komm mit. Schnell hier in die Ecke. Oh, der geht so langsam wie ein... Hier ist auch das Fenster. Kackfenster. Hinter die Box hier. Hinter die Box. Und jetzt erwürgen. Naja, gut, das war nicht so ganz hinter der Box. Aber ich hoffe, das reicht. Gut, dass du da bist. Aber sowieso, ich meine, wie bekloppt sind eigentlich die Menschen, dass sie sich gegenseitig umbringen? Ich meine, make love, not war. Echt mal. Ich glaube, uns geht's allen viel zu gut, dass man darüber nachdenkt, wie man Leute umbringt. Ich glaube, jede Form, jemanden umzubringen, ist ziemlich daneben. Von daher, habt euch alle lieb und lieber zusammen eine Friedenspfeife rauchen. Das ist cooler. Kera sei gegrüßt. Ja, von daher, genau das auch, was Fallen Windex sagt, hatten wir jetzt mal als Thema, aber im Endeffekt, keine Ahnung. Lass uns lieber über Stellungen reden. Das ist freundlicher und macht mehr Spaß und kostet weniger Leben. Wo ist denn der Mopedmann von eben hin? Das waren noch zwei. Oh, ich habe keinen Gabelstaplerschein, von daher kann ich das Ding hier nicht fahren. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ja. Zu Politik sage ich gar nichts. Also da bin ich raus aus der Nummer. Da rege ich mich nur auf. Deswegen habe ich auch klipp und klar in die FAQ geschrieben, bitte lass Politik hier aus dem Chat. Und deswegen sage ich da jetzt auch nicht mehr zu. Haben alle einen an der Murmel. Da oben sind zwei Moped-Männer. Oh, da ist der dritte Moped-Mann. Eins. Zwei, drei, vier. Also es sind vier Moped-Männer. Einer unten, zwei, drei oben. Ja, wenn ich sogar ein bisschen länger abhole. Ja, also drei auf jeden Fall, wenn ich vorher nicht zusammenbreche oder so. Ja. Mach das fucking. Wobei, ja, fahr erstmal. Dann habe ich nämlich eine Frage, wofür du den Auski brauchtest. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, weil ich wüsste nicht, was ich mit meinem Auski machen könnte, was du mit deinem nicht kannst. Da oben ist einer. Ich weiß nicht, ob die mich sehen. Könnte knapp sein. Könnte knapp sein. Weiß nicht, ob die mich rechts davon sehen. Besten. Okay, hör zu, Mann. Jetzt bloß kein Scheiß. Genau, wir ziehen ihn wieder nach hinten. Irgendwo hier hinten hin. Ich hoffe, der Winkel passt. Und erledigen den jetzt hier, bevor er rumspastet. So. Ruhe, mein Guter. Ruhe. Sehr schön. Gut gemacht. Den hast du aber fein erwürgt. Diese Frau ist leicht perfide. Oh, da kommt einer. Jan. Ja, bis drei, klar. Jetzt. Ich hoffe, dass für die meisten Wochenende ist. Gibt einen Upload natürlich auf YouTube. Für alle, die noch gucken wollen. Aber nicht gucken können. Von daher, wer ins Bett muss und möchte, haut euch hin. Steckt euch auf keinen Fall Streichhölzer in die Augen. Dann könnt ihr halt auf YouTube schauen in der Aufzeichnung der VODs. Wer patrouilliert? Der untere wäre am einfachsten, der stationär. Das müsste...
müsstest du aber auch können. Also, im Endeffekt kannst du, müsstest du das doch über die API einfach können. Also, oder über JSON oder so. Ich wüsste nicht, dass du Channel-Inhaber sein musst, oder meinst du Mod oder so. Besprechen wir dann, wenn nachher oder per Mail, dann schreibe ich dir nochmal. Ich überlege jetzt, was besser ist. Die hier oben zu erledigen oder die in den unten zu erledigen. Oh Gott, ich rumpel hier gleich rum. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir nehmen den unten und gucken, was passiert. Regardo, sei gegrüßt. Ach, du kommst wieder? Ja, dann, natürlich, gerne. Das natürlich gerne. Da hinten liegt noch eine Flasche. Ja, und um 12 machen wir natürlich die angekündigte, also wahrscheinlich heute nicht angekündigte, aber sonst regelmäßige Pause von knapp 15 Minuten. Wer halt um 12 sich noch was zu essen machen will, Pieperpops, ne? Ihr wisst, um 12 Pause. Habe ich jetzt dann auch nochmal gesagt. Der da oben. Ja, ich weiß nicht, rausziehen kann ich den nicht, wa? Das heißt, ich werde den irgendwo nach links wegziehen müssen. Der sieht mich schon. Ja, komm! Das ist doch regelt, okay? Komm mit! Ich kann gar nicht laufen. Könnte sein, dass er es hier nicht sieht. Sicher bin ich mir nicht. Könnte eine gute Position gewesen sein. Ja, es könnte eine verdammt gute Position gewesen sein. Muss ich nur hier irgendwie rauskommen. Denn jetzt gehen wir wieder nach oben. Genau, steht zwar in der FAQ, aber sie, in der FAQ. FAQ, mein Gott, in der FAQ. Neue Zeitung, das steht alles in der FAQ. Wobei, wir haben ja in Gelsenkirchen ein Lokal, das heißt FAQ. Naja, eigentlich heißt das Lokal ohne Namen, aber alle sagen, es heißt FAQ. Ich bin selbstständig. Ich bin gelernter Redakteur. War 4 Jahre für die PC Games tätig, 2 Jahre von zu Hause, 2 Jahre vor Ort in Fürth. Hab mich daraufhin danach selbstständig gemacht und bin halt freiberuflicher Redakteur oder nenne es freiberuflicher Videoredakteur, Journalist, Voice Actor, Videokünstler, whatever. Bin halt Mitglied in der Künstlersozialkasse. Da können halt Künstler, Freiberufler halt rein. Ja, ich bin verheiratet seit 2007, Penwa. Hasi ist auch ab und zu mal hier im Chat. Eher selten, aber ab und zu. Die ist so nicht so für Gaming und so. Die mag eher andere Dinge. Non-Gaming. Ja. Wobei einerseits manchmal schade, dass sie halt überhaupt nicht gerne spielt, andererseits gut, weil das holt mich dann halt immer mal in den Alltag und das Leben, was fernab des Digitalen ist, auch wieder zurück. Das heißt, wenn beide halt vielleicht rumsuchten würden, dann gäbe es halt kein Essen oder die Bude würde aussehen wie Sau. Und so ist halt immer eine... Ich weiß nicht, wann ich rübergehen will. Der patrouilliert so dumm. Ich würde gerne da rechts in dieses Kapuff-Ding. Da will ich rein. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das gut ist, ob ich da hin will. Thank you. Pro Flo. What the fuck? Pro Flo and Pro Flo Community, be welcome. We start today a new... Nein, ich hätte ihn einfach nicht erwürgen sollen. Arsch. Ich kann nicht schießen. 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 Hab ich getroffen? Nein. Achso, das bist du. Nein! Kürze! Ah, schön. Ah, das lief bis dahin so gut. Hey, wir haben
Toflo. Du bist schuld. Da willst du glänzen. Und der erste tot. Ach Mann, ey. Danke für den Host. Ich konnte nicht schießen. Ich hätte den einfach nicht erwürgen sollen. Ich hätte ihn als menschliches Schutzschild benutzen sollen. Ich Arsch. Nein! Nein! Das hat keiner gesehen. Das hat niemand gesehen. Der andere geht weg, dann schnapp ich mit denen. Ich hätte ihn einfach so als Schutzschild benutzen sollen. Das wäre einfacher gewesen. Ja, natürlich. Beim nächsten Mal. Sorry. So schnell, da war ich zu übereifrig im Tastendrücken. Naja, ich glaube, das ist auch immer falsch. Eieiei. Wieso habt ihr hier Funk Royale Emotes? Haben wir? Also, ich meine, ich hab die, weil ich bei Funk seit 12 Monaten Abonnent bin. Falls du die Slashfist und den Slash Mobs meinst, das sind meine. Sehen denen von Funk ähnlich, aber sind nicht Funks. Und vielleicht ist hier noch jemand. Ich glaube, der gute Robin Robson ist auch bei Funk Abonnent, weil Funk einfach cool ist. Und deswegen bin ich bei Funk Abonnent. WFZ-Knecht, danke, musste aber nicht. Aber wie gesagt, Dankeschön, weil damit unterstütze mich halt. Aber wenn er den halt nicht anhabt, wie gesagt, dafür spiele ich ja halt auch Musik in den Pausen. So, ja, ich hatte jetzt tatsächlich gestern, heute irgendwie mein 12-monatiges bei Funk. Wo war denn jetzt der andere Suppentrolli? Hier war doch noch einer, ne? Oder? Ne, die sind nach oben gegangen. Doch, da unten. Der ist wieder da. Das heißt, wir schnappen uns erstmal wieder den oben. Ja, Funk ist super, Divus. Funk ist super. Wie gesagt, neben Gronkh halt eine Instanz, eine deutsche Instanz halt auf Twitch und YouTube, wo du halt sonst in den Größen halt nur Amerikaner siehst. Ist halt, ne, ich meine, die machen halt was für Twitch und YouTube, für uns Deutschen. Weil die halt eben so bekannt und beliebt sind, locken die natürlich halt immer auch Publikum halt an. Das ist halt super. Bleib ganz cool, Mann. Immer mit der Ruhe. Und wie gesagt, ohne Gronkh wäre YouTube wahrscheinlich nie so groß und populär geworden in Deutschland. Und genauso sehe ich das mit Twitch. Ist, ne, irgendwann hast du die in den Medien. In den Medien und dadurch wird es noch größer, die Leute werden aufmerksam, mehr Leute gucken, pipapo. Schön. Also sprich, solche Leute brauchst du halt, die irgendein Medium halt erstmal groß machen und so einen Hype halt generieren. Und so kommt's halt, ja. Der hat Urlaub gemacht, Dibus. Ich weiß nicht, ob du ihn auf Facebook oder Twitter folgst. Er hat sich auch entschuldigt, der hatte jetzt quasi eine Woche Pause gemacht, weil danach seine Frau Sandra Schichtdienst hat, er die kaum sieht. Dann die Gamescom ist, wo er die kaum sieht, hat er gesagt, er macht jetzt eine Woche mit ihr was. Morgen streamt Funk wieder. Morgen geht's da weiter. Hey Mann, wir können das doch regeln, oder? Na, gleich. Ich gehe nur gerne hier in die Ecke wieder. Ach, BFZ-Knecht, das habe ich ja schon häufiger gesagt und sage ich auch gerne nochmal für dich. Einfach da sein, mal einen coolen Satz in den Chat schreiben. Natürlich am liebsten, dass es dir gefällt und du Spaß hast. Reicht völlig. Alles andere ist so optional, also ob ihr Adblock anhabt oder nicht, ob ihr spendet oder nicht oder subbt oder nicht. Erstmal ist nur wichtig da sein und Spaß haben. Der Rest nur, wenn ihr absolut unbedingt wollt. Aber das setze ich nicht voraus und fordere ich auch nicht. Also wie gesagt, tu dir da absolut keinen Zwang an, mein Lieber. Da sein reicht völlig. Das hilft mir schon, weil dadurch wächst halt der Stream, die Community
Das macht dann halt einen guten Eindruck, wenn man halt eine große Community halt hat. Und dann kommen noch mehr Leute, weiß ja, wie das ist, dieses Schneeballsystem, wovon ich halt auch gerade bei Gronkh gesprochen habe. Einfach da sein und Spaß haben reicht völlig. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. So, wenn der sich umdreht und langsam zurückgeht, dann losgehen. Den schnappen, den anderen umwubbeln, würde ich behaupten. Weil sonst wüsste ich nicht, wie man die lautlos erledigen können sollte. Der guckt auch noch genau hier in die Richtung. Geht auch nie. Kann ich den greifen? Doch. Geht doch. Nein, nicht der andere sieht mich. Oder doch nicht. Er hätte mich fast gesehen, aber er hat mich nicht gesehen. Boah, wie geil war das denn bitte? Wie geil war das denn bitte? Wie geil war das denn bitte? Ja, schon... Pro-Gameplay hier. Ja, und wenn der umdreht, folgen wir ihm einfach. Ah, jetzt kommt aber, glaube ich, wieder das Problem, dass wir im Schleichen nicht schneller sind als der Moped-Mann. Aber ich mag deinen Stream genauso gern wie Funk, alter Schwede. Dankeschön, das ist natürlich ein geiles Kompliment, Ivus. Weil Funk ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Es liegt aber auch einfach daran, dass er es halt schon deutlich länger macht. Das, was ein Stream tatsächlich besser macht, ist die Zeit. Aua. Und, wir bräuchten hier mehr Leute. Funk hat einfach halt schon mehr Zeit halt auf dem Puckel. Und mit der Zeit wirst du besser. Ich habe mal vor ein paar Wochen aus Spaß in meine ersten Stream-Aufzeichnungen geguckt. Da liegen Welten zwischen. Du lernst halt mit jedem Stream dazu. Sei es jetzt, wie du mit Hatern umgehst, mit schwierigen Situationen, mit schlechtem Gameplay, wenn du mal einen schlechten Tag halt hast. Das ist halt Routine. Ach Gott, Mannix, jetzt hört auf. Dankeschön. Und der wahre Zauberer, auch gegrüßt, sei es du. Kochi, nee, ich habe ehrlich gesagt zugenommen. Ich habe jetzt nur ein Slim-Fit-Shirt an, kein Kapuzenpulli. Deswegen wirklich obenrum dünner. Dick bin ich am Bauch, den ihr nicht seht, und am Kinn. Und das habe ich kaschiert tatsächlich mit dem Bart. Von daher sehe ich jetzt nicht mehr ganz aus wie Elton. Wie gerade im Winter, wenn ich wieder Kapuzenpullis anhabe, bin ich doppelt so breit. Ich trage halt so gerne Schlabber-Kapuzenpullis. Nur in so Shirts kann man halt ganz gut Slim-Fit tragen. Und wie gerade den Bauch sieht man halt nicht. Nee, ich habe eher zugenommen, tatsächlich 2 Kilo, aber gut kaschiert. Lass uns mal eben das Messer lesen. Messer. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schnell und geräuschlos ausschalten kannst. Als mit Erwürgen. Schnell leer, Entschuldigung. Schleiche dich von hinten an einen Gegner an, ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck erneut, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Die werden wir aufsparen, denn wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich greife mal ein wenig vorweg und Spoiler, die einzige Methode, schnell, effizient und leise Klicker zu erledigen, ist, denen so ein Messer in den Kopf zu rammen. Und am Anfang ist einmal Klicker töten ein Messer weg. Dementsprechend werde ich die nur für Klicker benutzen. Ich schaue mich jetzt hier nochmal um, ich glaube aber hier war nichts. Also die Länge sollte er bleiben, Promox. Ja, also ich möchte nicht so einen Bart haben wie CC Top. Oder, nein, also die Länge, wenn ich die gestutzt kriege auf die Länge, dann ist das okay. Dann ist das völlig okay. Also wie hat es soll jetzt halt nicht so ein Rauschebart werden, wie der Weihnachtsmann. Oh, hier haben wir schon ein Medikit. Das nehme ich mit. Flasche haben wir, die haben wir auch ausgerüstet. Ja, perfekt. Können wir uns nochmal umgucken.
Ja, und es wirkt halt mit dem Bart tatsächlich ganz anders. Ich habe nochmal in die Aufzeichnung reingeguckt, wo ich glatt rasiert mit Babypopo war. Ey, ohne Witz, da sehe ich aus wie 16. Ich spiele Evil Within mit glatt rasiertem Gesicht. Ich denke mir, darf ich das überhaupt spielen? Weiß ich nicht. Ich sehe halt komischerweise ohne Bart aus wie ein Milchbubi. Das ist voll schlimm. Jetzt bin ich dreimal im Kreis gelaufen, ne? Und red mir hier den Wolf. Ich glaube, ich gehe mal runter. Shark sei gegrüßt. Ja, Kasuri, das stimmt schon. Das hat halt, je mehr Leute im Chat sind, dass es halt unübersichtlicher wird, für euch untereinander zu schreiben. Wobei, glücklicherweise gibt es da jetzt ja die Whisper-Funktion. Und natürlich auch für den Streamer. Aber ich glaube, dass man da als Streamer mitwächst. Dass man einfach sich daran dann irgendwann gewöhnt. Ich meine, ich lese jetzt ja auch nicht 100% den kompletten Chat, sondern greife auch ein, zwei Aussagen immer raus, wenn ich drauf gucke. Weil tatsächlich bei über 100 Leuten, wenn jetzt 100 Leute aktiv schreiben, ich sehe 25 Zeilen, wenn 100 Leute schreiben, würde ich bei 75 Leute schreiben nicht sehen, weil ich nur die letzten 25 Zeilen sehe. Das ist halt, jedes System stößt irgendwann an die Grenzen, das ist halt leider so. Ja, in dem Alter bin ich schon Kirby. Aber ob ich dann jetzt aussehen muss wie 16, also ich werde 36. Wünschte mir manchmal, ich wäre 26. Den kann ich nicht leiden, den Arsch. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Was ist denn dieses... ja, Kämpfe oder Kampf oder Lauto, schon klar. Ich habe dann auf einmal neben meinem Lebensbalken so ein Schraubenschlüsselsymbol. Wofür ist denn das? Ah! Klinge und Band, ich kann ein Messer herstellen. Ah, jetzt komme ich ins Inventar. Und selbst wenn, was dann? Tatsächlich. Und kann im Moment nur ein Messer herstellen. Ja, gut. Das heißt, ich kann was bauen. Perfekt. Ah, ja, ja, jetzt haben wir hier ein riesiges Kampfareal. Da haben wir einen Moped-Mann. Der steht auch einfach so rum. Wo haben wir noch einen? Ich weiß es nicht. Da drinnen, glaube ich, war einer. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir den da vorne erstmal ausgeschaltet kriegen. Ja, klar, Zauberer. Sagte ich ja gerade. Aber das ist halt Fluch und Segen. Ich meine, wenn man tatsächlich einigermaßen ist, wächst man, es werden mehr und dann wird es halt immer schwieriger. Ich hoffe, dass ich es halt wie Funk halt beibehalten kann. Er gibt. Nein! Was mache ich hier? Ich drücke mal die falsche Taste fürs Looten. Er gibt sich ja halt auch Mühe. Deswegen, ich nehme ja auch die Zeit, wo halt viele schon sagen, die halt nur Gameplay sehen wollen, wann fängst du an zu spielen? Ich nehme ja halt die ersten 20, 30 Minuten immer Zeit, halt so ein kurzes Roundup Zeit im letzten Stream zu geben, was halt passiert ist in der Gaming-Welt bei mir. Da kann man halt quatschen. Um Viertel, also um 12 machen wir die Pause, wo ich dann 10 Minuten nochmal nur für euch da bin und zum Ende halt auch nochmal. Ich würde das gerne hier haben. Was ist das? Frachtliste. Ja, gucken wir uns mal an. Was wird denn hier gefrachtet? Die verdammten Soldaten haben eines unserer Schiffe entdeckt. Ich dachte, das war's. Aber dieser Robert kannte einen von denen. Er hat sie bestochen, damit sie uns in Ruhe lassen. Also ist er wohl doch für was gut. Der Penner kann quatschen. Hat uns ein Drittel der Ladung gekostet und ich glaube immer noch, dass sie uns reingelegt haben. Wie zum Teufel haben die uns bei dem Nebel gefunden? Egal, folgendes haben wir reingeschafft. 2 Kisten Klamotten, sogar neue Jeans, 1 Kiste Klopapier, 2 Kisten gefrorenes Fleisch, kanadischer Bison. Habe ich noch nicht gegessen. 1 Kiste Spirituosen. Dieser Typ macht echt mit allen hier Geschäfte. Ja, ich glaube, der schlimmste Teil ist so beim Bart wachsen lassen nach 1-2 Wochen. Bei mir, dann fängt es nämlich an zu jucken. Und wenn du dann nochmal eine Woche schaffst, dann ist gut. Das war bei mir der Punkt, wo ich im Urlaub war und keinen Rasierer bei hatte. Mach mal langsam. Alles okay. Alles gut. Ich muss es nur hinterkriegen. Schneller, schneller. Oh, der geht wie eine Schnecke. Der geht wie eine Schnecke mit dem Mopedmann. Mopedmann, 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 Mopedmann erwürgen.
Eieiei. Oh, ihr habt recht. Das heißt, Pause, war ja angekündigt. Kann ich speichern? Kann ich hier drin speichern? Ich glaube, das ging gar nicht, oder? Vor 3 Minuten. Ich mache nochmal ein neues Ding. Und Kochi, ich glaube, danke für deinen Refollow, mein Lieber. So, Pause war ja angekündigt. Bleiben wir drin, machen gleich weiter. Wenn wir nämlich diesen Raum jetzt durchspielen, im besten Fall, wenn wir nicht sterben, dauert es 10 Minuten. Im schlechtesten Fall, wenn wir sterben, dauert es eine halbe Stunde. Und dann haben wir die Pause viel zu spät überzogen. Wir haben ja gesagt, 12 Uhr Pause. Das heißt, ich mache jetzt einmal den Pause-Button an.